Das Satz gibt es, dass wir hier Schlachtvizien mit einem guten Schlachtkörper. Typisch schon die vorne Kopf, die Grundzeichnung und der Rest vom Körper ist. Dann könnten wir hier die Stiefelgeiss noch ein bisschen näher anschauen. Die ist eigentlich eine fast ausgestorbene Geissrasse. Im St. Galler Oberland hat es noch ein paar gehabt. Die wird im Zuchtprogramm von der Pro Spezia Rara wieder gezüchtet. Da hat es viele engagierte Züchter, die sich mit dieser Geiss beschäftigen. Sicher sehr gut geeignete Geiss für Züchterung auf den Alpen, die aber doch auch eine anständige Wildleistung. Rassentypisch da die mittellange Behaarung, ähnlich wie die Dackelburger Geiss, aber dann die schwarzen Stiefel und die schwarze Abzeichnung, und natürlich sehr markant bei dieser Geiss, sicher die Arme, die ganz einen guten Ausdruck geben bei dieser Stiefelgeiss. Dann haben wir Sahnengeissen noch da. Das ist